Hallo aus Minsk, Kommandanten. Hier ist Valerie. Heute erzähle ich, welche Events und Aktionen euch im September erwarten. Los geht's! Die Gamescom ist vorbei. Nun könnt ihr euch auf das nächste große Festival mit Wargaming freuen. Am 15. September findet in Minsk ein grandioses Fest für alle Panzerkommandanten statt, das WG-Fest. Auf euch warten Auftritte bekannter Musiker, Geschenke, jede Menge Aktivitäten, Wettbewerbe und Fotobereiche, außerdem ein großer Gastrobereich und viel, viel Gaming. Das darf man nicht verpassen. Im Spiel erwarten euch dazu die vierfache Erfahrung für den ersten Sieg des Tages, zahlreiche Preisnachlässe und natürlich besondere Aufträge. Am ersten Wochenende warten besondere Kampfaufträge auf alle Fans von Jagdpanzern, leichten, mittleren und schweren Panzern. Nutzt die Vorteile jeder Fahrzeugklasse und verdient euch Kampferfahrung, Verbrauchsgegenstände, persönliche Reserven und Abzeichen. Am dritten Wochenende im September können Spieler den Fortschritt in ihrem Lieblingszweig stark beschleunigen. Dabei helfen Kampfaufträge für deren Ausführung, jeder Sieger eine beeindruckende Menge an Erfahrungspunkten erhält. Alle Details dazu findet ihr auf unserem Portal. Das Monatsende bringt Preisnachlässe für den Kauf von Standardpanzern der Stufen 4 bis 10 sowie sehr einfache Aufträge mit netten Preisen, darunter ein automatischer Feuerlöscher und besondere Dekore. Denkt auch an die Erforschung des neuen Panzerzweiges. Die Hauptfigur des Events oben an der Spitze wird der Sheridan sein, ein amerikanischer leichter Panzer der Stufe 10. Nutzt die Preisnachlässe, die Boni und die besonderen Kampfaufträge, um diesen Panzer möglichst schnell in eurer Garage zu holen. Vergesst auch nicht, ein Replay mit einem eurer besonders gelungenen Schüsse bei der Sendung Schütze der Woche einzusenden und euch die Konfrontation zwischen dem Tiger 1 und dem IS bei der Sendung Schlagabtausch anzuschauen. Und das wäre alles für heute. Abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und viel Glück auf dem Schlachtfeld!